Jawohl, hallo zusammen und herzlich willkommen zur, ich sag mal, zweiten Folge unseres Europa Universalis 4 Lübeck Let's Plays. Und wir befinden uns am 24. Dezember 1444 hier in Lübeck im Haupt der Hanse mit unserem Syndikus Albrecht Lieb. Und ja, wir verdienen im Augenblick 2,68 Dukaten pro Monat und ich bin wirklich am Überlegen, ob wir dafür Berater einstellen sollten oder nicht. Weil auf der einen Seite, wir brauchen ganz dringend Geld, um langfristig Lübeck aufzuwerten. Also es ist ein absolutes Muss, dass Lübeck zum Handelszentrum, zu einem Welthandelszentrum wird. Und da müssen natürlich Investitionen getätigt werden, das ist ganz klar. Und dafür brauchen wir ca. 1000 Dukaten. Auf der anderen Seite ist natürlich die Technologie für ein Land wie Lübeck essentiell. Also wir müssen unbedingt immer schauen, dass wir so weit wie möglich der Zeit voraus sind, um den Umstand zu kompensieren, dass wir nur eine Provinz haben. Und das wird wohl bis auf Weiteres auch so bleiben. Insofern, schwierig. Genau, Lauenburg-Frage. Ich würde sagen, bei Lauenburg werden wir folgendermaßen verfahren. Ich möchte nicht von meiner Regel abweichen, dass ich keine Provinzen annektieren möchte. Ich möchte aber für Lauenburg eine Art Sonderregel einführen. Und zwar, weil ich Lauenburg doch irgendwo als Fortsetzung des lübischen Landes sehe, ich weiß es nicht. Und dass man sagt, man versucht, also dass man Lauenburg vasallisiert und diesen Vasallen dann schrittweise über Verträge, über Pachtungen, über Verpfändungen, dass man diese Vasallen dann schrittweise an sich bindet. Sprich, wir vasallisieren Lauenburg mit Gewalt. Und irgendwann, nach einiger Zeit, ich schätze nicht nach 10 Jahren, aber vielleicht nach 20 oder 50 Jahren, annektieren wir Lauenburg dann und haben damit quasi in Lauenburg eine Art, nicht zweite Provinz so richtig geschaffen, aber eine Art sehr eng verbundenes Provinz, was von Land, was von Lübeck aus regiert wird. Genau. In diesem Sinne, Noch ein Punkt vielleicht. Wir können noch zwei Schiffe bauen und ich möchte diese Schiffe auch ausnutzen. Also wir können ja noch zwei weitere Barken bauen. Das Problem ist, die kosten jeweils 20. Und da müssten wir halt schon sehr lange warten, bis wir die bauen können bei der derzeitigen Geschwindigkeit. Insofern, ich tendiere tatsächlich dazu, Berater einzustellen, aber auch dafür brauchen wir Geld. Also das wird alles noch spannend. Wir spielen vielleicht mal ein bisschen auf höherer Schwierigkeitsstufe, sondern Geschwindigkeit. Genau. Wir haben jetzt die Rivalen erniedrigen Kriegsgründe, das ist ganz klar. Und wir müssen jetzt seit... Oh, der Johanniterorden tritt einer Handelsliga unter Führung von Venedig bei Lucca unter der Führung von Genua. So. Kandidaten wetteifern um Gelegenheiten. Oh mein Gott. Als eine Republik streben wir nach einem Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen Interessen und Tradition. Ja, natürlich. Also wirtschaftliche Interessen, die Interessen unseres Handels, die Interessen unserer Händler sind natürlich essentiell für die Wirtschaft unserer kleinen Republik und für die Bedeutung, für den Einfluss unserer kleinen Republik. Und auf der anderen Seite die Tradition, dass wir eine kleine Republik bleiben, eine bürgerregierte Regierungsform, die tatsächlich Einfluss hat in einer sehr monarchistisch und klerikal geprägten Welt. Genau, entsprechend wählen wir unsere Berater. Familien, denen dies bekannt ist, seien es Patrizier oder Aristokraten, versuchen vorausschauend zu denken und bringen ihre Vertreter in günstige Positionen, bevor sie Albrecht Lieb direkten Rat geben. Heieieiei. Eine Position, die solche Gelegenheiten anbietet, wurde kürzlich frei und nun drängen uns verschiedene Parteien darauf, sie ihnen anzuvertrauen. Man kann es nicht allen recht machen und irgendjemand muss bald ernannt werden. Okay. Wir können entweder jemanden mit Erfahrung in Militärangelegenheiten ernennen oder, den Handel an erste Stelle stellen. Und ich denke, es ist ganz klar, was wir tun werden. Wir haben im Augenblick keinerlei Not, was Militär betrifft. Finde ich jetzt interessant, dass hier steht, so nach dem Motto Gleichgewicht wirtschaftlich versus Tradition. Und dann mit Militär versus Handel quasi argumentiert wird. Aber es ist ja ganz klar, was wir nehmen als Handelsrepublik. Es sitzen quasi nur Händler in unserem Rat. Insofern, der Handel steht an der ersten Stelle. Die Händler erhalten 10 Einfluss, die Aristokraten erhalten minus 10 Einfluss. Wir erhalten eine Stufe 1 Handelseffizienz plus 10% Händler.
Als Berater, sehr interessant, der kostet 50% weniger und wir verlieren 30 militärische Macht. Das ist natürlich jetzt insofern ärgerlich. Stopp mal ganz kurz. Zypern tritt Genua bei, okay. Es ist natürlich insofern ärgerlich, dass wir Julius Stets jetzt schon eingestellt haben. Allerdings können wir Dieter Hansen, der genauso alt ist und nur die Hälfte kostet, jetzt hier uns holen und damit Julius Stets ersetzen. Julius Stets kostet 1 monatlich, Dieter Hansen, der genau dasselbe bringt, nur die Hälfte. Insofern perfekt. So, dann, es geht weiter. So, Moldawien berichtet von dem Ereignis Romans Invasion, wobei sie von den möglichen Optionen, wir können diesen Thronanwärter selbst aufhalten, gewählt haben. Das heißt, Moldawien ist vorerst unabhängig. Okay. Und Siena ist einer Handelsliga unter der Führung von Venedig beigetreten. Sehr gut. Beziehungsweise, okay, ist uns relativ egal, was in Italien passiert. Oh, jetzt wird's interessant. Anhalt ist einer Handelsliga unter der Führung von Genua beigetreten. Jetzt, oh, wow, Leute. Also, die Genuesen greifen da schon gut um sich, muss man sagen. Und dieses Lied ist seltsam. Musikplayer öffnen. Was wird gerade gespielt? Ein Leben lang Krieg, okay. Bitte, eins von den klassischen. So. Ich überlege auch, ob unsere Armee vielleicht vorübergehend aufhören sollte zu drillen. So. Das Königreich Italien und das Kaiserreich. Seit Jahren schwindet die kaiserliche Autorität über das Königreich Italien. Nachfolgenden Kaisern ist es nicht gelungen, den italienischen Staaten ihren Willen aufzuerlegen und große Regionen, die offiziell Teil des Kaiserreichs sind, gehen an Venedig und den Kirchenstaat verloren. Die Rechte des Kaiserreichs ablehnen. Solange Norditalien nicht fest wieder in das Kaiserreich integriert ist, können die Staaten dort für immer aus dem Kontrollbereich des Kaisers fallen. Ja, das wäre natürlich sehr ungünstig. Aber lässt sich wohl nicht verhindern. Es ist auch als Österreich schon schwer genug. Beziehungsweise als Österreich ist es halt ein bisschen nervig. Aber als Lübeck können wir da wirklich nichts dagegen machen. Und vielleicht ist es uns auch gar nicht so unrecht, dass dass die Handelsrepubliken Venedig und Genua sich ja vom Kaiser in höchstem Maße distanzieren. Also Venedig ist ja schon ein direkter Konkurrent des Kaisers, wahrscheinlich sogar rivalisiert. Wir sehen es hier rivalisiert mit Ungarn zumindest. Und Genua ist Teil des Kaiserreichs und als solcher ist es halt schwierig, also irgendwas gegen Genua zu machen auch. Und der Schutz des Kaisers liegt über Genua und das ist natürlich dann für uns gar nicht mal so schlecht. Was zur Hölle? Was ist das für ein Lied? Der Löwe aus dem Norden, okay. Das lassen wir mal laufen. Das finde ich jetzt interessant. Nee, lass mal nicht laufen. So. Wir können eine oder mehrere Missionen abschließen. Genau, das sollte ich vielleicht noch was dazu sagen. Es gibt eine spezielle Mission für Lübeck. Und das ist beendet den Sundzoll. Und das ist literally eine der stärksten Missionen für uns zumindest im Spiel. Einer der folgenden Punkte muss zutreffen. Wir müssen entweder Lund oder Sjælland kontrollieren. Und, Sjælland-Provinzeigentümer im Frieden, Meinung von Dänemark über Lübeck ist wenigstens 200. Das ist die andere Möglichkeit. Also entweder wir sind mit Dänemark verbündet und haben eine Meinung von 200 von Dänemark, beziehungsweise Dänemark von uns. Oder wir kontrollieren entweder Seeland oder Lund, ist die andere Möglichkeit. Und das Ding ist, wenn das passiert, erhält Lübeck Freischifffahrt durch den Sund bis zum Ende des Spiels mit folgenden Auswirkungen. Provinzhandelseinfluss lokal plus 15 und Provinzhandelseinfluss lokal plus 25%. Und das ist insane. Damit wird Lübeck in Verbindung mit dem Welthandelszentrum, wenn wir das upgraden, zur stärksten Handelsprovinz im Spiel. Das ist so dermaßen lächerlich stark für uns, also vor allem für uns, der wir halt als Einprovinzler spielen. Dass wir diese Mission unbedingt ausführen müssen. Genau. So, Lübeck erhält blühende Rüstungsindustrie für 25 Jahre mit folgenden Auswirkungen. Moral, Armee plus 5%, Unterhalt, Armee minus 5%. Das machen wir mal. Gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Wir haben auch hier diese lustige Mission. Kaiserliche Ambitionen, Charlemagnes Vermächtnis und verteidigt das Reich. Allerdings spielen die für uns halt wirklich keine Rolle,
weil wir halt nicht Kaiser werden können als Handelsrepublik und es auch nicht wollen natürlich. So, weiter geht die wilde Fahrt. So. Und Thema Entwicklung vielleicht auch nochmal. Oh, unser General hat sich verbessert. Sehr gut. Unsere Bemühungen haben sich bezahlt gemacht. Während des Drills der Armee von Lübeck hat Valentin Schmidt seine Fernkampffähigkeit verbessert. Möge dieses neue Wissen den Sieg in zukünftigen Kriegen bringen. Wunderbar. Ich möchte mal Folgendes tun. Ich möchte unsere Armee gerne in Bürgerwehr umbenennen. Einfach aus Prinzip und weil es bei Steinwallen auch so heißt. So. Flip. So. Mein Syndikus, diese hinterhältigen Schurken von Sachsen-Lauenburg besitzen die Frechheit, Lübeck als ihren Besitz zu beanspruchen. Eieiei. Also, das würde uns ja nie einfallen. Lauenburg. So. Auch wir beanspruchen Lauenburg zurück. Und ich denke, es ist durchaus nicht abwegig, dass wir jetzt direkt angreifen. Wir wollen Lauenburg vasalisieren. Bei Verden bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Weil Verden ist ein Bistum und als solches für uns doch irgendwo unantastbar. Es steht ja unter dem Schutz von Gott. Aber wir können durchaus Kriegsreparationen und Geld von Verden fordern. Das ist keine schlechte Sache. Verden wiederum ist verbündet mit Mecklenburg und Oldenburg. Und Oldenburg wiederum ist Mitglied der Hanse. Insofern werden wir Verden nicht als direkten Kriegsverbündeten reinrufen, sondern nur als, ich sag mal, indirekten Verbündeten. So. Die Frage ist jetzt, könnten wir eigentlich, sehr gut, wir erhalten einen Eroberungskriegsgrund, wunderbar, könnten wir eigentlich ein Bündnis mit Brandenburg schließen? Könnten wir, ja. Und Brandenburg ist tatsächlich verbündet mit Böhmen. Das ist insane. Das passiert so ungefähr in einem von 15 Spielen. Oder so. Also wenn man das als Brandenburg möchte, sich mit Böhmen zu verbünden oder Böhmen sogar unter PU zu kriegen am Anfang, wie es hier theoretisch möglich wäre, wir sehen es hier, die Hohenzollern auf dem böhmischen Thron, dann muss man, es ist nicht selten, dass man da 20 Mal neu starten muss. Insofern, das ist eine lustige Situation und das, ich bin wirklich geneigt, mich mit Brandenburg zu verbünden, das werden wir tun. Wir brauchen einen starken Defensivverbündeten. Obwohl wir natürlich, das muss man auch dazu sagen, die Handelsliga haben. Die Handelsliga funktioniert auch als Defensivallianz. Und insofern ist es durchaus nicht verkehrt, die Handelsliga immer im Rücken zu haben. Das ist wunderbar. Die Frage ist jetzt folgende. Gerade diese Reichsminers bringen halt meistens nicht so viel für unsere Handelsliga. Allerdings gibt es ein paar, die ganz gut sind. Und zwar denke ich vor allem an Köln. Köln oder Nürnberg wären durchaus gute Hanse-Mitglieder. Auch da möchte ich mal die Beziehung verbessern. Einmal mit Nürnberg und dann später auch mit Köln. Damit da eventuell ein Reinkommen ist gewissermaßen. Und wir werden dann auch in Dauerschleife, also wir werden so gut wie nie in Zukunft beide Diplomaten oder auch nur einen Diplomaten da haben, sondern wir werden immer beide beschäftigt haben und Beziehungen mit den Hanse-Mitgliedern verbessern. Damit die einfach nicht abspringen. Das ist das Grundproblem in dieser Art von Spiel. So, ihr... Warte mal, Verden hat eine Flotte, gell? 8 leichte Schiffe und 3... Was ist das? 3 Koggen. Wir haben 3 Galeeren, 4 Koggen und 5 leichte Schiffe. Also wir haben insgesamt... Warte mal, ich schau mal auf die Kanonenanzahl. Also eine frühe Karagge. Also vergleichen wir mal Bark und Galeere. Eine Bark hat eine Rumpfgröße von 8. Eine Galeere auch. Eine Bark hat eine Geschwindigkeit von 10. Eine Galeere von 8, ist aber egal. Handelseinfluss 2, Gefechtsbreite 1, Gefechtsbreite 1. Wo steht denn das, was ich will? Ach ja, hier. Rumpfgröße 8. Kanonen 10, 12. Das heißt, Galeeren sind marginal stärker als Barken. Heißt doch theoretisch, wir könnten diese Flotte schlagen, oder? Jetzt mal ganz blöd gesagt. Mit 5 leichten Schiffen, 3 Galeeren und 4 Koggen. Müsste das doch gehen. Wir haben sogar ein Schiff mehr. Ich glaube, das werden wir mal tun. Wir holen die hier aus der Stilllegung und fahren unsere Flotte zurück in die Hauptstadt, nach Lübeck. Und dann werden wir mal sehen. Wenn ihr Vorschläge für dieses Spiel habt oder Fragen zu meinen Hausregeln habt zum Beispiel, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich beantworte gerne alle Fragen. Und grundsätzlich Kommentare und Vorschläge und so bin ich immer sehr aufgeschlossen. Es wird
zunächst mal kein Community-Let's Play sein, wie zum Beispiel das Civilization-Let's Play oder auch das Reise durchs Mittelalter-Let's Play. Aber es wird, ich bin durchaus ein Fan von, ich sag mal, Interaktivität bei Let's Plays. So, wir müssen jetzt ein halbes Jahr grob warten, bis wir loslegen können gegen Pferden, aber dann werden wir die Flotte dort in Stellung bringen. Und ich möchte auch gleich zwei weitere Barken bauen, bis ans Schiffslimit. Ah, es geht nur eine. Oder, warte mal kurz, wir haben noch eine Entscheidung, die habe ich noch gar nicht gezeigt, die Adler von Lübeck, beziehungsweise der Adler von Lübeck. Wenn wir im Krieg mit einem Nachbarland sind, können wir eine frühe Karacke für 50 Dukaten und 30 Adminmacht bauen. Wie viel kostet denn das herkömmlich? Auch 50 Dukaten. Ha. Aber das ist kein Flaggschiff, oder? Aber das ist instant gebaut, natürlich. Okay, wir bauen keine Barke, sondern wir schauen, dass wir die Adler von Lübeck bauen als unser Flaggschiff. Ein schweres Schiff, eine Karacke. Das wird uns einen enormen Vorteil verschaffen. In jeder Art von Seekampf. Und wir müssen noch einen Monat warten, dann können wir tatsächlich Lauenburg angreifen. Die sind nach wie vor nur mit Pferden verbündet. So, am 1. März 1446 schicken wir einen Kurier nach Sachsen-Lauenburg, um ihnen die Kriegserklärung zu überbringen. Sie sind unser Lokalrivale und sie sollen uns als Vasall dienen. Wir wollen gewissermaßen den Herzog Bernhard II. Askanier zum, Markgrafen wahrscheinlich machen. Oder bleibt der Herzog? Ich weiß es nicht, wie es da titular funktioniert. Und Pferden wird mit dabei sein, das ist ganz klar. Und wir müssen zunächst mal natürlich hier diese Armee schlagen. Lübeck an sich ist übrigens relativ gut ausgebaut, wie ich finde. Wir haben 17 Entwicklungen, das ist historisch, finde ich, zu wenig. Also Lübeck war eine florierende Stadt, war wirklich eine der mächtigsten und wichtigsten Städte im Norden zu dieser Zeit noch. Wenn man mal die Entwicklungskarte anschaut, dann sehen wir, Lübeck hat 17 Entwicklungen. Köln zum Beispiel hat 15. Also Köln war die größte Stadt Deutschlands im Mittelalter, superlativ. Die größte Stadt. Insofern schwierig, dass Köln nur 15 hat. Wenn man sich jetzt mal Hamburg anschaut, Hamburg hat 19 Entwicklungen. Das ist wirklich schlecht, weil Lübeck war eine florierende Stadt und Hamburg hatte den großen Zenit eigentlich erst, mit dem Deutschen Kaiserreich dann. Also, ich sag mal, 19. Jahrhundert. Insofern, So, die Schlacht läuft schon. Habe ich jetzt ein bisschen verpeilt. Wir haben eine leicht höhere Moral, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Wegen der blühenden Rüstungsindustrie, sehr schön. Also von unserer Mission. Aber wir haben natürlich einen Überquerungsmalus. Trotzdem gibt es eine komplette Vernichtung der feindlichen Armee, sehr schön. Und wir können hier Lauenburg belagern. So, Magdeburg hat wie erwartet unsere Handelsliga verlassen. Wie seltsam. Sie sind gegangen, weil sie es wollten. Es zeigt offensichtlich, dass ihnen nicht zu trauen ist, okay. Und es gehen Gerüchte, dass Marokko einen Angriff auf Tlemcen vorbereitet. Ich glaube, das ist für uns einfach im Grundsatz irrelevant. Insofern werden wir darauf nicht reagieren. Sondern wir belagern jetzt das hier. Und England erklärt Frankreich den Krieg. Das ist eine wichtige Entwicklung. Und das ist für uns auch wichtig, weil wir natürlich ein gewisses Interesse daran haben, dass auf der einen Seite Frankreich eine ordentliche Mittelmacht ist, auf der anderen Seite aber auch England seine Position behauptet. Also in dem Moment, wo England schwach wird, öffnet es halt ein Vakuum für große Mächte im Westen, die dann natürlich auch in unseren Handel stechen können, besonders was die Nordsee betrifft. Längerfristig wird die Nordsee natürlich ein interessanterer Punkt sein, gerade wenn wir zum Beispiel sagen, wir errichten ein Kontor in Bergen oder so, um Handel weiter nach Lübeck zu leiten, dann ist es sehr schwierig, wenn es hier eine starke Macht im Westen gibt. Und deswegen sollte England durchaus sich behaupten können, aber auf der anderen Seite wäre es halt schön, wenn England auch von Frankreich jetzt halt in den Arsch getreten bekommt. Insofern schauen wir mal, was passiert. So, Frankreich übernimmt die Kontrolle über Maine, genau. So, und Brandenburg will in den Krieg ziehen, so wie ich das sehe. Es sieht ein bisschen so aus, als würden die jetzt gleich gegen Sachsen losschlagen. Sachsens verbündet mit Anhalt und Braunschweig, okay. So, und das ist ein großer Moment, ein wichtiger Moment. Die Nachfolge von Wladyslaw III., der ja im Kreuzzug gestorben ist, wenn ich mich richtig erinnere, der König von Polen und Ungarn war. Oder Polen und Böhmen? Polen und Ungarn, glaube ich. Oder Polen, Böhmen und Ungarn, bin ich mir gar nicht so sicher.
Österreich war König von Böhmen und Österreich, glaube ich. Und Polen war König von Polen und Ungarn. Genau. Jedenfalls, Polen macht Litauen zum Juniorpartner, holt sich einen Jagiellonenkönig, König Kazimierz Jagiellon. Und Litauen ist unter Personalunion. Das ist natürlich für uns eine verheerende Situation jetzt nach Osten. Weil natürlich Polen jetzt halt sehr schnell nach dem Deutschen Orden greifen wird. Das ist ganz klar. Insofern, wir müssen gucken, was hier noch sich entwickeln wird. Naja. So. Der Adler von Lübeck kann jetzt gebaut werden. Wegen des fortgesetzten Krieges in unserer Region haben unsere Schiffsbauer Pläne für ein neues Kriegsschiff vorgelegt, den Adler von Lübeck. Das Schiff ist riesig und hat mehr Kanonen als jedes andere Schiff in der westlichen Welt. Der Bau wäre teuer, aber unsere Flotte wäre damit für einige Zeit unerreicht im Baltikum. Genau das ist die Intention dahinter. Wir verlieren 49,26 Dukaten und verlieren 30 Adminmacht. Das ist eigentlich teurer, als eine Karacke kosten würde, aber es ist interessant. Lübeck erhält eine frühe Karacke. Jetzt ist die Frage, im Augenblick, die aktuellen Schiffe sind frühe Karacken, insofern kein technologischer Vorsprung. Das wäre lustig, wenn wir jetzt ein Schiff bekommen hätten, was eigentlich technologisch noch gar nicht unserem Entwicklungsstand entspricht. Entscheidungen brauchen wir. Genau. Aber wir erhalten einen Modifikator und der ist durchaus interessant. Moralflotte plus 20%, Kosten Großschiffe minus 2%, also Unterhaltskosten auch. Baugeschwindigkeitsschiffe minus 10% und Kosten diplomatische Technologien minus 2%. Also ein sehr interessanter Modifikator und insofern werden wir das machen und wir halten direkt dieses Großschiff. Und wir nennen es natürlich nicht Goldener Löwe, sondern wir nennen es Adler von Lübeck. So, und die Adler von Lübeck, beziehungsweise die Flotte der Adler von Lübeck, die jetzt gewissermaßen unser Flaggschiff... Also ich fände es schöner, wenn man dadurch ein Flaggschiff bekommen würde. Das wäre irgendwie cooler. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses Event gibt es schon immer sozusagen, seit es Lübeck gibt, als Tag. Aber es wäre irgendwie lustiger, wenn man dadurch ein Flaggschiff bekommen würde. Gut, also. Wir haben einen einflussreichen Prediger. Ein frommer junger Prediger hat kürzlich unser Festhalten an den Lehren des Heiligen Vaters in Rom über alle Maßen gelobt. Dies kann für unsere Zukunft nur Gutes bedeuten. Ja, wunderbar. Wir können ihn entweder nach Rom schicken oder ihn zum Bischof machen. Wir werden ihn nach Rom schicken. Ich glaube, das ist uns gar nicht so recht, dass in unserer Hauptstadt ein Prediger einflussreich wird. Insofern soll er nach Rom schicken und uns dort unsere Republik loben und uns so nutzen. So, und es wird Blut fließen. Alster will Tyrone angreifen. Interessant. So, in Granada erhebt sich ein Thronanwärter. Soweit in Ordnung. Und wir haben ein Defizit in der Schatzkammer. Das ist in Ordnung. Es wird auch nicht ewig so bleiben. So, Lauenburg ist belagert, sehr gut. Ziehen wir also nun nach Verden. Ich glaube, wir brauchen Durchmarschrechte von Hamburg. Und sehr interessant, Hamburg hat sich mit Burgund verbündet, okay. Ich glaube, diesen Krieg kriegen wir jetzt noch fertig. So, Hamburg lässt uns passieren. Und jetzt bin ich gespannt, weil wir haben durchaus, also unsere Moral ist etwas höher gewesen beim Start. Aber wir haben eine durchaus relevant gleich starke Armee und wir haben jetzt eine Null gewürfelt. Lass mal langsamer laufen. So, wir verlieren deutlich mehr Soldaten, ihr seht es. Okay. Noch haben wir die Überzahl. Jetzt töten wir deutlich mehr, wunderbar. Sehr schön. 23 zu 33. Oh, sehr gut. So, der Feind zieht sich zurück und zwar nach Hamburg und wir können ihn verfolgen und dort die gesamte Armee gefangen nehmen. Wunderbar. Die gesamte Armee hat sich ergeben, völlig geschlagen. Und wir können jetzt halt Stade belagern, die Hauptstadt Verdens, beziehungsweise, ja, wir belagern einfach Verden. Ist Verden eine Stadt? Nee, es heißt nur so, das Bistum Verden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die Hauptstadt ist angeblich Bremervörde, aber es kann auch sein, dass es das eigentlich nur eine Regionsbezeichnung ist, so dass Bremervörde hier irgendwie... Streifenland ist oder so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Leute, ich komme aus Süddeutschland. Ich muss mich da oben nicht auskennen. So. Die Handelsliga von Novgorod wurde aufgelöst, nachdem Odojew ausgetreten ist. Das macht irgendwo Sinn, dass Odojew ausgetreten ist, weil Novgorod kriegt gerade hart den Arsch gekickt von Moskau. Oh, jetzt kommt wieder dieses Carolus Magnus Lied, gell? Carolus Rex. Nun gut.
Ich denke, mit diesen wunderbaren Tönen des Carolus Rex Lied verabschieden wir uns. Und wir kriegen den Krieg wohl doch nicht fertig, aber wir werden wohl in der nächsten Folge die Adler von Lübeck in Aktion erleben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, macht's gut und tschüss.